Oh, Solms, bei mir sieht's noch unordentlich aus. Ich hasse dieses Aufräumen. Ach, ich bin schon ein Stück weiter. Ja, sehe ich. Aber dieses Aufräumen ist eine Katastrophe am Ende des Jahres. Insbesondere, wenn man dabei diese miserablen Gesetze findet, die die Bundesregierung in der Zwischenzeit erlassen hat. Solms, das habe ich auch festgestellt. Ich habe hier den letzten Ordner. Das hat ja schon am Anfang des Jahres schlimm angefangen. Ja, mit der Mehrwertsteuererhöhung. Genau. Das war im Haushaltsbegleitgesetz 2006. 3% Mehrwertsteuererhöhung. 3% Versicherungssteuer, 3% Einkommensteuer. Wissen Sie, was hat es dem Bürger denn gebracht? Der durchschnittliche Bürger hat 1.600 Euro weniger in der Tasche als im letzten Jahr. Und deswegen sind die Bürger davon belastet und deswegen ist die Konjunktur an denen vorbeigegangen. Tja, das ist wirklich nicht schön. Wissen Sie... Was machen wir damit? Solms, machen Sie es weg. Fricke, Sie haben recht. Weg damit in den Reißwolf. Aber... Das ging ja weiter. Das ging ja weiter sonst. GKV, ja. Wettbewerbsstärkungsgesetz. Um Gottes Willen, was hat die Regierung alles versprochen? Ja. Beiträge sollen gesenkt werden, die Leistungen verbessert werden. Und was ist passiert? Naja, mehr Bürokratie, Umverteilung, die Beitragssätze bleiben hoch. Und was noch viel schlimmer ist, sonst 2,5 Milliarden dieses und nächstes Jahr an Steuergeldern in das marode System und 2009 schon 4 Milliarden. Also das Gesetz gehört erst recht weg. Und nächstes Jahr wollen Sie... die Beiträge weiter erhöhen. Ja. Das ist ja das Allerwichtigste. Naja, aber bei der Rente haben Sie es ja auch nicht gekriegt. Wissen Sie noch? Rentenversicherungsaltersgrenzenanpassungsgesetz. Wunderschön. Und was verbirgt sich dahinter? Rente mit 67. Ja. Solms, Sie waren doch damals bei Blüm schon im Bundestag. Der hat ja immer gesagt, die Rente ist sicher. Keiner hat es geglaubt. Ja. Ist die Rente mit 67 denn jetzt sicher? Die mit 65 war nicht sicher und die mit 67 wird genauso wenig sicher sein. Das ist doch jetzt schon klar. Also, leider... auch ab. Ab in den Reißwolf. Tja. Ja, aber Solms, ich meine, jetzt haben wir über so Finanzsachen gesprochen. Bürgerrechte. Ja, Schäuble. Ja. Zugeschlagen. Telekommunikationsgesetz. Ja, genau. Neuregelung Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen. Und was heißt das? Ja, das heißt, sämtliche Telefongespräche werden festgehalten und gespeichert, unabhängig davon, ob es einen Verdacht gibt oder nicht. Und wissen Sie, was noch viel schlimmer ist? Wenn der Bürger mit seinem Anwalt, seinem Arzt, seinem Pfarrer redet, selbst dann guckt der Staat und schnüffelt rum, was da ist. Ich würde mich ja noch nicht mal wundern, wenn wir beide hier überwacht werden. Ja, das also, darf so das nicht Ding bleiben. Muss wirklich weg. Eigentlich muss das zum Verfassungsgericht. Das kann so nicht akzeptiert werden. Aber sonst Ihr Lieblingsgebiet, Steuerreform. Da muss es doch was Gutes gegeben haben. Ja, Unternehmenssteuerreform. Ja, also. Und was ist herausgekommen? Pustekuchen. Ach, aber die werden doch wenigstens dem Mittelstand ein bisschen geholfen haben. Im Gegenteil, geholfen wird den reichen Unternehmen, die es nicht brauchen, und belastet werden die mittelständischen Unternehmen, die wenig Eigenkapital haben, die müssen zusätzlich Steuern bezahlen. Das ist einfach ein Skandal. Also Steuersenkung für die reichen Unternehmen, naja, ja. Komische Regierung. Wissen Sie was? Die Reichen werden entlastet, die Armen werden belastet. Weg in den Reißwolf. Und schließlich die letzte Diskussion. Ja. Der berühmte Mindestlohn. Mindestlohn, staatlicher Mindestlohn. Ja. Der Staat maßt sich nun an, den Unternehmen und den Arbeitnehmern vorzuschreiben, wie die Löhne gestaltet werden. Das hört sich ja auf den ersten Blick an. So Solms, ne? Gut, Mindestlohn, ich kriege mindestens so viel. Aber wissen Sie was? Was sagen die Forschungsinstitute? IFO-Institut, binnen kurzem 1,9 Millionen Arbeitslose zusätzlich. Ja, man sieht es ja jetzt. Es gibt ja jetzt schon die ersten Entlassungen. Also Solms... Auch in den Reißwolf? Solms, wir haben ja noch... das nächste Jahr. Und wenn das dann schief läuft, wenn die so weitermachen. Ich wissen Sie was, Solms? Auf Wiedervorlage. Ah, es kommt auf Wiedervorlage. Also, Fricke, Wiedervorlage, Mindestlohngesetz. Wir wollen mal abrechnen, was das auf dem Arbeitsmarkt bewirken wird. Tja, Solms, Sie sehen, jetzt sieht selbst mein Schreibtisch schon wieder ein bisschen ordentlicher aus. Ich würde sagen, trotz allem für die Opposition war es gar kein so schlechtes Jahr. Also, jetzt lass uns zum Abschluss einen Glühwein trinken gehen. Ich lebe sowieso immer nach der Devise, Rot muss weg. Naja, wenn es die Krawatte ist, geht's aber noch, glaube ich. Oder, ja. Solms? Also, dann. Auf ein schönes neues Jahr. Ja. Mensch, Fricke, gucken Sie mal. Wir sind im Internet. Wie, unser Büro? Ja, unser Büro und wir beide. Wissen Sie was, Solms? Online-Durchsuchung, Datenspeicherung, das ist der Innenminister. Ach, jetzt wird mir das klar. Der Schäuble ist die ganze Zeit dabei. Tja. Der Schäuble mal wieder.